Ah, hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Digimon Masters Online. Dieses Mal wieder gewohnt eine aktuelle Folge aus dem aktuellen Zeitraum. Denn die letzten Parts bis gestern, die waren ja noch von den letzten zwei Streams, die ich gemacht habe. Und ja, die Parts sind jetzt zu Ende und jetzt geht es wie gewohnt weiter. Ja, der Part, der kommt auch genau dann raus, jetzt also heute wirklich am 11.01. Also ich bin jetzt am 11.01. jetzt hier am Aufnehmen. Und ja, das ist alles, was da jetzt kam an Videos, war ja noch vom letzten Jahr. Und gut, ich habe ja vor ein paar Tagen dann noch so ein Update-Video gemacht, wo oder wie ich gerade, also den Stand der Dinge sozusagen. Und ja, jetzt wollen wir mal wie gewohnt wieder weitermachen. Wer den Stream verfolgt hat, oder eher gesagt die letzten paar Parts, der weiß, dass wir in der Pyramiden-Map, also ich sag jetzt einfach mal Pyramiden-Map, stehen geblieben sind und da gequestet haben. Da werde ich jetzt auch wieder hinfahren. Es wird aber jetzt, denke ich mal, ja, dauern, bis wir da sind, denn es ist ja schon eine ordentliche Strecke, die wir jetzt zurücklegen müssen. Okay, mal eben kurz das Inventar wieder richtig machen, damit er da wieder schön aussieht. Und jo. So, dann können wir mal ein bisschen hier so gehen. So. Und so. Denn wir müssen ja noch einiges erledigen. Aber ich denke mal, das wird no problem sein. No problem. So, jetzt wechseln wir mal die Map. Die Map, die Map. So, da sind wir auch schon. Da sind wir auch schon, da sind wir auch schon. Alles Klärchen-Puppärchen. Silver Lake, ne? Ja, boah, das dauert noch so lange. Warum kommt denn hier keine Musik? Sonst kommt die doch oben. Ich hatte die doch an. Lol. Ja, okay, egal. Jetzt haben wir wenigstens mal ein bisschen Musik. Ah, und leider ist, ja, meine Suit, wie lange geht die eigentlich? 9 Tage noch. Und jetzt kommt die Sonne aber raus. Naja, besser Sonne als das Wetter von gestern und vorgestern war jetzt nicht so mein Fall. Naja, wer mag schon Regen, ne? Ich meine, wer mag das schon? Ist jetzt eigentlich, also ich würde jetzt von meiner Seite aus sagen, was ist hier geschehen? Ist hier noch irgendwas passiert? Wir sind voll, aber ihr könnt euch trotzdem bewerben, denn es gibt schon wieder einige, die jetzt nicht so aktiv sind oder eher gesagt gar nicht mehr onkommen. Aber wir haben schon so weit wirklich sehr viel aussortiert, dass wirklich jeder, der hier in der Gilde ist, wirklich online ist. Also wir sind pro Tag fast 20 Leute online. Das Höchste, was wir hatten, waren, glaube ich, also wo ich online war, waren es, glaube ich, 26 oder 25. So um den Dreh waren wir online. Der TS, der war, das Höchste, was wir im TS hatten, waren 20 Leute. Also, das ist auf jeden Fall richtig ziemlich geil, dass wirklich so viele aus der Gilde aktiv dabei sind. Die Leute, die jetzt halt nicht ins TS kommen, sind dafür sehr, sehr viel im Chat aktiv. Also, es wird hier eigentlich alles, ja, sozusagen, benutzt. Der Chat wird häufig benutzt und der TS natürlich auch. Ja gut, wir haben jetzt gerade mal 12:30 Uhr. Sind jetzt nicht so viele on, jetzt nur 5 Leute. Also mit mir 5 Leute. Und ja, hat halt den Grund, die, die am Wochenende auch spielen oder eher gesagt momentan auch noch Urlaub oder sonstige Sachen haben, die sind da meistens immer bis 5, 6 Uhr morgens online. Also wirklich, die zocken wirklich bis 5, 6 Uhr hier durch. Und da frage ich mich auch manchmal, Leute, was geht bei euch? Was geht bei euch? Was ist bei euch los? Aber pff, keine Ahnung, die haben halt Spaß am Zocken und so weiter. Und ja, warum soll man denen das verbieten? Können sie ja ruhig tun. Wir sind, glaube ich, auf Rang. Wir sind momentan auf Rang 200. 230, 40, so um den Dreh war das. Jo, so um den Dreh. Sind schon ein paar Leute rausgegangen, mit denen man sich eigentlich richtig gut verstanden hat und so.
Also wie in den letzten, also in den paar Parts, da sind ein paar abge, also nicht paar Parts, vor ein paar Tagen und so sind ein paar Leute abgehauen, mit denen man sich eigentlich richtig gut verstanden hat, aber dann kamen wieder Komplikationen auf, also jetzt nicht, ja, wie soll man sagen, es läuft nicht immer glatt ab, ne? Und gut, dann haben die halt die Gilde verlassen, aber gut, wir sind jetzt aber nicht so aus, also wir sind jetzt nicht als Feinde, also die sind jetzt nicht als Feinde aus der Gilde rausgegangen, sondern die haben sich halt wirklich bei mir bedankt und so für, ja, dass eigentlich hier recht cool ist und so, aber gut, jeder geht seinen eigenen Weg, ne? Und das tun wir ja natürlich auch. Und ja, jetzt haben wir schon wieder 5 Minuten um, nur zum Fahren. Also, das ist echt schon ein wenig krass, wie ich finde. Dass man wirklich so lange hier fahren muss. Und vor allem, wenn die Leute, die kein Mount haben, dann hierhin wollen, ist das echt eine Qual. Oh, ich höre zum ersten Mal diese Musik hier. Schöne Musik, ne? Gut, jetzt gehen wir aber erstmal in die Serverkontinent. Hier haben wir ja Gott sei Dank schon alles fertig. Pyramidenquest auch und so. Es läuft. Es läuft, es läuft. Grimogemon, Fanbimon. Aber wenn wir Pech haben, digitieren wir jetzt gleich wieder zurück, ey. Wenn wir da bei Etemon vorbeifahren. Denk mal schon, ne? Ich versuche mal eine Seite vorbei, aber ich glaube nicht. Ich glaube einfach nicht. Und doch nicht? Bestimmt nur, wenn man an Etemon da direkt dran ist. Oh. Okay, hier warten noch welche. Dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Bis er erscheint. Ich glaube, der hat 40 Minuten oder so. Oder Stunde. Bis sie, ja, kommen. Ey, die Vidramon ist auch geil. Ich hoffe, der kommt auch irgendwann mal raus. Wie lange ging dieses Event? Es geht bis zum 27. Das ist Neujahrs- und Christmas-Event noch zusammen. Bis zum 27. Jetzt können wir hier durchfahren. So. Gleich sind wir da. Gott sei Dank ist die Map jetzt nicht so lang. Hier können wir einfach durchfahren. Die haben wir ja auch im Stream gemacht, die Quests. Also wenn ihr dann gerne mal wollt, also wenn ihr nicht weiter wisst, ob ihr, also, ja, wenn ihr nicht weiter wisst, wie ihr die Quests machen sollt, dann guckt einfach bei mir. Ich habe nämlich alle Quests schon fertig hier. Und die sind ja auch im Stream dabei gewesen. Hier habe ich auch schon ein paar Quests im Stream gemacht. Und jo, Sonne, yay. Okay, wir sind da. Da geht's in die Pyramide. Collecting Tasty Fruits. Bei wem waren die denn nochmal? Bei der Monochromone. Dann switchen wir mal um zu Agumon. Agumon habe ich ein Dingens verpasst. 12 Euro hat er jetzt. Oh. Keine große Sache eigentlich. So, meine Kette habe ich jetzt auch wieder anders gemacht. Die hat jetzt Attack, HP und Crit. Aber die ist leider 20% wieder runtergegangen. Ich bin so ausgerastet. Aber naja. Ist Eier eigentlich Wurst. So, jetzt gehen wir hier zu den normalen Monochromonen. Und da sind wir schwach gegen. Ich hätte ruhig Dingens auch mitnehmen können. Alphamon. Alphamon habe ich übrigens auch jetzt gelevelt. Einer ist auf, also Ryodamon ist auf 88 und Dorumon auf 85. Also auch fast geschafft auf 90. Gut, ist zwar noch nicht geklont, aber Shit happens, würde ich da sagen. Cheat Happens. Und jetzt questen wir einfach nochmal hier ein bisschen in Ruhe. Das ist ja nämlich kein
Ding. Kein Ding, Ding, Dingelingeling. Weg mit dir, zack. Gut. Pause weg. Müssen wir hier wieder aufladen, immer aufladen, weil wegen der DS und so. Und die sind ja stark gegen uns, das ist auch wieder Kacke. Da muss man nämlich aufpassen. Oder müssen wir zu den Leadern? Die droppen überhaupt nichts. Jedenfalls bei der Demon. Sind wir noch Pokémon? Ich mach mal den Leader. Catch mal so einen Leader raus. Gut, die sind nicht aggressiv. Da ist schon. Oh, ich hab'n. Ich hab den falschen rausgepickt. Na egal, aber die sind ganz schön klein, die Monochromon, ne? Eigentlich sind die doch tausendmal größer, ey. Die müssen locker so groß sein. Ja, ne, halb so bis zu den Knien von Omegamon. Dort wäre nämlich Sneak Pieke. Oh, oder? Ja doch, gut, bei den normalen kriegen wir es auch. Aber die machen aber Damage, ne? Scheiß Viecher, ey. Ich könnte aber auch mit Dingens leveln, mit Beelzemund. Also die Quest jetzt nur. Weil, ich glaube, wir sind stark gegen. Ne, sind wir stark gegen DA? Ich weiß halt gar nicht. Oder gegen VA? Ich weiß halt gar nicht mehr. Das ist nämlich schon wieder so lange her. Also, was heißt so lange her? Ich kann mir das einfach nicht merken. Das ist es nämlich. Monokromo und Tschüssikowski, mein Freund. Kaputt. Da haben wir noch eins. Jetzt haben wir vier, jetzt fehlen uns noch neun. Denn wir brauchen 13 Stück von denen. Dann kann ich nämlich den Part jetzt nämlich gleich sofort hochladen, dann habt ihr nämlich wieder was. Denn heute ist Sonntag, denn heute kommt ein spezieller Tag, generell. Ich habe die Kanalumstrukturierung fertig und der wird heute in Kraft treten. Und es gibt jetzt mehr Projekte auf meinem Kanal. Aber dazu mache ich nochmal ein Spezialvideo dazu, dass ihr nochmal auf den Upload-Plan, mein Gott, gucken könnt und euch dann darüber informieren könnt, wie denn das alles jetzt weitergeht hier auf dem Kanal. Bada boom. Und F2. Zack, die Bohne. Und da gibt's wieder eins. Jawolle. Ach ja, ach ja. Chicken Kombos haben wir noch genug. Im Schladen habe ich 12D drinne. Ich habe übrigens noch zwei Klinglungmon 4-5 Eier zu verkaufen. Also wer die haben möchte, einfach mal Offers in die Kommentare rein, wenn ihr die haben wollt. Aber bitte jetzt nicht so irgendwelche Spaß-Komment, also so behinderte Angebote. Ich meine das wirklich ernst. Ich habe so gedacht, zwischen 40T so. Ja, 40T. Werde ich die verkaufe. Und ja, meldet euch dann einfach, wenn ihr die haben wollt. Wenn die verkauft sind, dann ja, werde ich das in einem der nächsteren Parts sagen. Und jo, abart. Mir fehlt nämlich eigentlich nur noch Biomon, dann habe ich nämlich alle drei. Alle vier, meine ich. Komme ich auf alle drei. Die Musik, die ist auch jetzt nicht gerade hier so the best on the best. Naja, ist ja Wurst. Robutz und Kratz. Um. So, down, da ist er down. Und ja, dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, verabschiede ich mich hier für diesen Part und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Let's Play Digimon Masters Online. Ciao!